Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Letztes Mal haben wir hier das Feuer entfacht. Und ich weiß gar nicht mehr, was jetzt als nächstes Projekt so wirklich angestanden hat. Nee, also da weiß ich gerade echt nicht, was wir da vorhatten. Ich weiß, es gab noch irgendwo so ein... Oh. Okay. Also der Hammerbruder hat sich schon mal erledigt. Das ist schon mal... Das mit dem Hammerbruder hat sich ne... Im Herzen des Waldes. Oh, da oben können wir Cappy, glaube ich, drauf werfen. Wenn ich das richtig sehe. Okay. Wir können jetzt also ein Baum sein. Und kriegen dafür einen Mond. Für dich, dich. Unter den Wurzeln des Wandelbaums. Können wir weiter Wandelbaum. Können wir als Baum hier durchlatschen? Nee, leider nicht. Sehr, sehr schade. Da hinten liegt noch was. Da hinten ist so ein Schrein. Okay. Aber hier ist auch irgendein Rumble. Oh, nee. Was soll ich denn mit euch machen? Okay. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Samen. Ja, super. Ja, ne, hier halt einen Samen. Ja, das ist ja... Das ist ja relativ einfach, ne? Und da hinten ist auch noch was. Die Frage ist jetzt natürlich, ob es uns jetzt nur rausbringt oder ob uns das jetzt auch... irgendwie weiterbringt. Ne, das ist ja hinten bei der Odyssey, ne? Da kommen wir wieder zurück, oder? Hey, dass da unten Level ist, wäre ich nie drauf gekommen. So, im Herzen des Waldes, da hier hinten hat doch noch irgendwas geleuchtet. Da. Was sind hier nur wieder Gumbis, ne? So, einmal die beseitigt. Haben wir da einen fetten Lichtschimmer. Bei einem noch. Okay, da können wir auch nochmal wieder hochgehen. Ich weiß aber nicht, ob das sinnvoll ist. Oh, das war sogar relativ nett. Da hinten ist noch so ein... Nein! Ich dachte, der rollt jetzt runter. Okay, da haben wir noch ein Tic-Tac-Turnier. Das wir da hinten schon mal sehen. So, um die kümmern wir uns jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Dann wahrscheinlich nochmal Gumbas. So, einmal die beseitigt. Und dann haben wir hier so eine Blume. Die macht gar nichts. Auch gut. Dann gucken wir uns mal das Tic-Tac-Turnier an. Hä? Wo denn? Hä? Hier läuft Dinosaurier rum. Im Hut auf, Alter. Jetzt geht's aber los hier, ne? Ach, das sind mal keine Gummis. Interessant. Und hier? Kann man da irgendwie anzünden oder so? Hm. Ja, ja, ja. Also, ist hier noch so ein Automat? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Das sieht nach dem Tod aus. Damit wollen wir uns eher nicht auseinandersetzen. So ein schöner Fluss. Was suche ich denn? Oh, da ist eine Röhre. Eine Röhre ist ja schon mal gut, ne? Hinten ist wieder nur ein Weg nach oben. Und da ist ein fetter Dinosaurier. Den können wir natürlich gleich nochmal kapern. Wir müssen ihn halt zweimal treffen, ne? Okay. Eins. Zwei. Drei. Hä? Warum standen da jetzt Nummern? Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich, nein, muss ich. Muss ich nicht verstehen, was das sein soll, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, da ist der Dinosaurier. Hey! Ich hab dich doch mit der Kappe getroffen, oder? Jetzt geht er doch hoch, Mario. Oh, fresh. So, jetzt haben wir auch den Dinosaurier.
Und können damit jetzt bestimmt irgendwas tun. So, rammen wir einmal das um. Ist hier drunter irgendwas? Dem scheint nicht so zu sein. Okay, die Bäume können wir hier natürlich alle abholzen. Das können wir nochmal wegpacken. Da haben wir einen wunderschönen Moony Mount. Rauschen im Herzen des Waldes. Sehr, sehr schön. Dann müssen wir uns einmal wieder unseren kleinen Dinosaurier packen. Und dann laufen wir hier durch. Den Sinn von dem ganzen Ding habe ich auch noch nicht verstanden. Was wir hier so. Oh, da hinten ist eine Tür. Weiß nicht, wie die aufgeht. Gefahr, achso. Ich darf nur Abenteurer, die den Sicherheitsvorschriften. Im Moment siehst du nicht ansatzweise wie ein Abenteurer aus. Ach so, okay. Er läuft jetzt wieder gegen den Baum. Nein, 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 nicht mich umbringen, gegen den Baum laufen. Ja, sehr, sehr gut. Sogar mit dem Schwanz da in der Wand drin, so das hat. So. Da hinten ist eine Röhre. Ich weiß nicht, ob wir in der Röhre drin waren. Jetzt lauf da doch mal durch. Jetzt sollten wir erstmal die Welt hier ein wenig erkunden. Und dann können wir ja in die Röhre da hinten gehen. Wenn ich mich dann noch dran erinnere. Okay, hier sind so Steine. Das müsste man sich jetzt natürlich alles merken. Jetzt komm schon hier, schnell. Schnell! Nein, 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 nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh, tut mir leid, denn war ja mal die Röhre. Oh, was ist denn jetzt los hier? Oh, jetzt muss ich aufstehen. Das ist ja nicht schön. Also, hier ist die Röhre, die wir rein müssen. Ich mehrere Röhren. Was ist das denn jetzt wieder? Dann gehe ich halt rechts. Ja, dann gehe ich jetzt. Fahren wir geradeaus. Ja, okay, da habe ich nicht so viele Optionen. Jetzt sind wir wieder. Okay, also versuchen wir diesmal links zu gehen. Okay, links ist falsch. Okay, sehr, sehr gut. Das heißt, es ist auf jeden Fall rechts. Und dann ist Mitte ist falsch. Bleiben wir einfach mal auf dem rechten Weg, ne? Weil der rechte Weg kann ja nicht. Okay, der ist falsch. Aber gut, ich meine. Ne, da kann man sich ja immer mal irren, ne? Da denkt man, man wäre auf dem rechten Weg, aber man ist da auf dem Holzweg, ne? Ne, also wissen wir jetzt offensichtlich, dass es die linke Röhre sein muss. Wahrscheinlich kommt jetzt nochmal sowas. Oh, wow, 5 Röhren. Okay, ja, wir gehen die systematisch durch, würde ich sagen. Die ist schon mal falsch. Die kann man jetzt nicht so schön in Richtung aufteilen, ne? Das ist ein bisschen doof. Mario, Mann, du weißt doch, wo du hin sollst, oder nicht? Jetzt stell dich doch nicht so an. Hoffentlich kommt danach nicht noch so eine Stage, weil ich meine, das ist jetzt echt nur ausprobieren. Und es ist schon ein bisschen albern, so. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt die hintere und dann können wir uns immer zwischen Mitte, links und rechts entscheiden. Oder wir müssen das gar nicht, sondern schnappen uns einfach an den seltsamen Röhren vorbei. Ja, das fand ich auch seltsam. Da stimme ich dir zu, Spiel. Das war jetzt nicht so super intuitiv. Jetzt wieder diese kleinen Gumbas hier, die sind ja echt nervig. So, hier haben wir wieder einen Baumstumpf, in dem man durchlaufen kann. Wundervoll.
Ja. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht so den Durchblick, was ich hier in diesem Wald so genau machen soll. Weil nur so Dinger kaputt machen ist auch irgendwie ein bisschen mittelprächtig. Wenn ich das mal so sagen darf. So, da sind wir doch bestimmt schon drauf gejumpt. Da ist wieder der Dinosaurier. Waren wir da schon drin? Ja, ich glaube, das war mit den Kisten, oder? Ja, ich glaube, das war mit den Kisten. Ja. Was passiert, wenn ich die jetzt in einer anderen Reihenfolge öffne? Oh. Okay. Das habe ich beim ersten Mal einfach erraten. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, im Herz des Waldes. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich kann hier weiter diese Dinger da umrammen. Oh, ein Moneymaker. Keine Ahnung, was er machen soll, aber. Nicht so wirklich was anfangen kann ich mit dem jetzt auch nicht, oder? Ich kann Münzen schießen. Aber was soll ich denn jetzt mit den Münzen machen, ne? Und wir bringen den jetzt um, oder? Kann man den umbringen? Letztes Mal hat er uns halt gegen diese Mumien weitergeholfen, ne? So, den Keks, da haben wir ja schon weggeschoben, ne? Ja. Ja, was soll ich jetzt hier noch machen? Wir haben jetzt die Ausgänge hier. Die haben wir noch nicht alle aktiviert, ne? Könnte man natürlich überlegen, ob man das machen möchte. Ehrlich gesagt sehe ich den Sinn davon noch nicht. Ich würde sehr gerne von diesem Baum schon runterspringen, aber ich glaube, es kommt nur der Tod dabei heraus. Auch wenn es mich echt interessieren würde. So, dann haben wir wieder unseren kleinen Dinosaurier. Aber ich weiß ja auch nicht, ob das so super ist mit dem. So. Wollen wir einfach mal an alle Dingsens einen Samen packen? Mal was probieren. Ja, können wir einfach mal testen. Vielleicht passiert da ja was Tolles, vielleicht passiert auch gar nichts. Ne, aber immerhin, ne, wissen wir es dann. Und dann sind wir unglücklich, weil es ist gar nichts passiert. Wahrscheinlich müssen wir es beim nächsten Mal wieder machen und deswegen ist das alles nicht so doll. So, dann können wir schon mal den ersten einpflanzen. Gucken wir. Mario, jetzt wirf den doch nicht so weit. Ich meine, da bringt der dir doch nichts. So, wollen wir mal gucken, was da oben ist? Nur da rauskommen. Ich glaube, die Antwort ist nein. Und deswegen holen wir uns noch einen weiteren. So, da ist es. Immer schön dem Flussel nach. Dem Fusselflusselfluss. Wie wir ihn auch gerne in der Fachliteratur nennen. Sind Münzen am Boden. Muss ich hier mit diesem Münzquaker hin? Alles dann Mond? Sind wir überhaupt irgendwo auf der Karte drauf? Oh, wir sind im Frage. Toll, wir sind im Fragezeichen. Das ist natürlich super. Das ist natürlich super, dass wir genau wissen, wo wir sind, ne? Nee, also. Ganz so doll finde ich das jetzt nicht, ne? Aber kann man nichts machen, ne? So, da hinten ist der Dinosaurier, wie ich ihn gerne nenne. Ich weiß auch nicht warum. Muss man manchmal machen, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Also außer halt einfach mal nicht komische Sachen sagen, aber wir wissen ja alle, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Ich dachte mir gerade, warum fliegt da so ein Dings raus, ne? Aber ich habe ihn erkannt. Jetzt geh auch mal kaputt. Okay, wir kümmern uns gleich um dich. Ich bin gleich für dich da. Und dann werde ich dich versuchen zu zerstören. So. Das hat uns wohl anscheinend rein gar nichts gebracht. Yes! Haha, Rolf fällt im Herzen des Waldes. Oh, wie schön.
Und das gefällt mir. Hey, Stinkfettkopf. Komm mal her hier. Lauf mal dagegen. Ja, hier. Ja, jetzt laufen wir gegen den Baum. Nee, gegen den Baum. Da nicht vorbei, ey. Ja, ist natürlich, der ist natürlich sehr fair gemacht. Ja. Ne? Warum nicht? Ist ja lächerlich. So, ich weiß echt nicht, was ich hier noch machen soll. Ich weiß nicht, ob ich alles schon kaputt gemacht habe. Wenn nicht, dann ist es einfach albern. Dass wir uns hiermit auseinandersetzen müssen. Achso, genau. Wir können natürlich noch einmal Abenteurerkleidung besorgen. Okay, wir können uns nicht teleportieren anscheinend. Wir können natürlich noch versuchen, noch einmal Abenteurerkleidung zu besorgen und dann das zu machen. Das ist natürlich eine relativ... Ist sie gerade mitgewachsen? Hm. Praktisch. Man muss nicht mal was machen. Das ist ja richtig, richtig schön. Und wahrscheinlich ist da oben nur so ein Kopf dann oder so. Das wäre... Ja, das ist albern, ne? Das ist ja irgendwie albern. Ja? So, wir müssen zum Shoppy-Shop. Wo ist denn der Shoppy-Shop? Okay. Da müssen wir wohl, wohl oder übel. Wohl über übel müssen wir da wohl einfach hinlaufen. Ach so, die Amiibos sind ja auch fertig gebacken. Darum kümmere ich mich gleich. Gucken wir erstmal in den Crazy Cap Store. Danke für deine Freundlichkeit. Das berührt mein Herz. So, Abenteurer-Outfit kaufen. Danke sehr. Natürlich ziehen wir das direkt an. So, Laborvisier. Also den Abenteuerhut haben wir schon. Müssen wir den gleich auch noch anziehen. Ist in Umkleide. Nee, ne? Schade. Schade, schade, schade. Oh, wir haben so einen kleinen Rucksack wie Captain George. Aber wir können auch springen, deswegen ist das ziemlich lame. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich gehe mir das Abenteuer-Outfit besorgen. Und dann versuchen wir im nächsten Part einmal rauszufinden, was damit auf sich hat. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie sehen uns das nächste Mal bei Super Mario Odyssey. Tschüss.